Fällt die Regelaltersrente höher aus als die zuvor gezahlte Erwerbsunfähigkeitsrente? Was ist mit den Entgeltpunkten? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir haben hier eine Schnellfrage erhalten zum Thema Erwerbsunfähigkeitsrente und dann Übergang in die Altersrente. Und zwar geht es darum, dass da jemand 1957 geboren ist und der ist seit dem 01.04.2000 Erwerbsunfähigkeitsrentner und bezieht seitdem bis zum November 2022 eine dauerhafte Erwerbsunfähigkeitsrente und zwar mit einer bestimmten, also mit ca. 40 Entgeltpunkten. So, jetzt geht es um die Frage, wird meine spätere Regelaltersrente, also die nach der Erwerbsunfähigkeitsrente dann gezahlt wird, höher ausfallen, eventuell sogar niedriger und wie ist die Rechtslage? Wie entwickeln sich die Entgeltpunkte? So, das ist so die Fragestellung. Und da können wir erstmal ganz pauschal antworten. Erstens, eine Erwerbsunfähigkeitsrente ist etwas anderes als die Erwerbsminderungsrente. Die Erwerbsunfähigkeitsrente, die der Kunde hier erhält, ist eine Rente nach altem Recht, also vor dem Jahr 2002 und ohne Abschlag. Also eine für ihn doch recht günstige Konstellation. In dieser Erwerbsunfähigkeitsrente sind rund 40 Entgeltpunkte berechnet. So, was passiert jetzt, also was passiert dann, wenn ich zum Beispiel die Regelaltersrente beantrage? Dazu muss ich natürlich wissen, wenn ich eine Erwerbsunfähigkeits- oder sogar Erwerbsminderungsrente habe, wird das hier nicht automatisch umgestellt. Sie müssen einen Antrag stellen auf die Regelaltersrente. Wird der Antrag gestellt, kommt es zu einer Neuberechnung der Rente. Denn ich kriege ja jetzt eine Altersrente und habe keine Erwerbsunfähigkeitsrente oder Erwerbsminderungsrente mehr. Das heißt, der Rententräger guckt jetzt, was hat der Versicherte im Laufe der Zeit während seinem also zwischen dem Leistungsfall, also Beginn der Erwerbsminderung und der Regelaltersrente noch für Einkünfte gehabt. Sozialleistungsbezug, der nicht erfasst worden ist, eventuell Minijobs oder vielleicht sogar ganz normale sozialversicherungspflichtige Jobs, die im Rahmen einer solchen Rente ausgeübt worden sind. So, und all diese Entgeltpunkte werden zusammengefasst und werden dann berechnet. Und jetzt kommt der Clou, der unseren Mandanten letzten Endes auch schützt. Sind die neu berechneten Entgeltpunkte niedriger als die Entgeltpunkte hier in der Erwerbsunfähigkeitsrente, verbleibt es bei den damals festgestellten Entgeltpunkten. Wir nennen das, die Entgeltpunkte sind dann besitzgeschützt. Also er bekommt dann die 40,5 Entgeltpunkte statt 40,01 Entgeltpunkte für die Regelaltersrente. Wenn aber die Entgeltpunkte für die Neuberechnung der Regelaltersrente dann höher sind als die 40,5, bekommt er natürlich dann die Rente aus den höheren Entgeltpunkten. Und zwar ohne Abschläge. Auch ganz klar, weil eine Regelaltersrente kann ich grundsätzlich immer nur abschlagsfrei bekommen. Das heißt also, für unseren Mandanten, er kann auf keinen Fall eine niedrigere Rente bekommen als die Rente, die er mit der Erwerbsunfähigkeitsrente ausgewiesen bekommen hat oder ausgezahlt bekommen hat. Sie kann schlimmstenfalls, in Anführungsstrichen, nur für ihn höher werden, wenn er seine Regelaltersrente bekommt. Näheres zum Thema Rentenberechnung, Regelaltersrente, Erwerbsunfähigkeits-, Erwerbsminderungsrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.